Die Zeche Erin war ein Steinkohlebergwerk in Castrop-Rauxel. 1867 wurde mit der Kohlenförderung begonnen. Im Jahr 1870 wurde auf der Schachtanlage eine Kokerei mit Bienenkorböfen in Betrieb genommen. In den Folgejahren ereigneten sich mehrere Schlagwetterexplosionen mit Todesopfern und Wassereinbrüche führten immer wieder zu Betriebsunterbrechungen. Am 23. Dezember 1983 erfolgte die Stilllegung des Förderbetriebes der Zeche. Die Kokerei wurde im Jahr 1984 gelöscht. Die Schächte wurden verfüllt. Die Fördertürme über Schacht 7 und Schacht 3 sind als Industriedenkmale erhalten. 3.800 Menschen verloren ihre Arbeit. Nach der Stilllegung wurden auf der Hauptschachtanlage die meisten Gebäude abgerissen. Auf dem Zechengelände entstand ab 1985 ein Erholungspark und auch Gewerbe siedelte sich an. Der Förderturm über Schacht 7 ist heute das Eingangsportal zum Erin-Park in Castrop. Das Gerüst ist 68 Meter hoch und wurde als Industriedenkmal saniert. Der Park zeigt sich heute in einer schönen Hügellandschaft. Im Park finden sich mehrere Fundamente der vergangenen historischen Industriezeit sowie ein Bachlauf und ein Teich. Die Innenstadt von Castrop ist innerhalb von wenigen Minuten fußläufig erreichbar.